Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pineview Drive, nachdem wir in der letzten Runde so viel rumgesucht haben und nichts gefunden haben. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt noch rumgerannt bin. Ich war so frustriert und so sauer, dass ich echt kurz dran gedacht habe, erstmal aufzuhören und zu gucken, wie weit die anderen sind mit Spielen. Bis mir dann hier aufgefallen ist, wir können dieses Ding nehmen. Das konnten wir erst die ganze Zeit nicht nehmen. Also müssen wir doch tatsächlich sowas wie ein bisschen mitdenken. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Eventuell können wir unten die Tür aufbrechen. Ich bin jetzt auch die ganze Zeit rumgerannt. Mir ist kein Jumpscare oder sonstiges passiert. Ich habe jetzt aber Angst, wenn ich dieses Ding habe und quasi weiterkomme, dass es mir jetzt einen Jumpscare unterschiebt. Ich würde gern probieren, ob wir die Türen aufkriegen. Entweder die hier. Okay. Oder die Fronttür. Ob wir die damit vielleicht irgendwie aufbrechen sollen oder so. Keine Ahnung. Ein bisschen schneller. Okay. Schon gesagt, darauf gefasst sein, dass jetzt eventuell wieder Jumpscares kommen. So, jetzt kann man ja eigentlich flitzen, hier dürfte nichts sein. Okay. Wozu könnte so ein Ding noch gut sein? Was können wir damit machen? Ich habe eine Idee. Ich glaube fast nicht, dass es das ist. Wisst ihr noch diese eine Brettertür? Können wir damit vielleicht die Tür aufbrechen? Ich glaube es bald nicht, weil ich fast denke, dass diese Brettertür bis zum Schluss bleibt. So wie so ein Geheimnis, weil wir werden ja immer wieder an dieser Tür vorbeigelockt. Wo waren die? Ich war oben irgendwo. Ich glaube, da mussten wir hier hinten irgendwo lang. Hier so. Und hier hinten irgendwie hoch. War das nicht irgendwie so? Ja, hier ist so. Okay. Sonst ist nichts hier. Ja! Wow. Das war laut auf meinen Ohren. Okay, aber hier ist nichts hinter uns oder so. Ich kann das Zeug nicht mitnehmen. Weder diese unglaublich dicken Nägel, Schrauben, was auch immer. Okay, die Ladies. Hallo, die Damen. Wir kennen uns schon aus dem letzten Teil, falls ihr noch wisst. Okay. Hier ist eine Statue wieder. Okay. Hat eine von euch Damen was Besonderes an sich? Also ich meine, ihr seid natürlich alle besonders. Aber vielleicht für mich irgendwas am Stissel, was ich haben kann. Die Medizin würde ich sehr gern stehen lassen. Warte mal, ich glaube, die Tür ist zu. Ja, gut. Haben wir das geklärt. Und ich sehe gerade, wenn ich mich im Kreis drehe, wären es auch weniger Damen. Den Jumpscare kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Okay, nochmal. Jetzt ist er offen. Okay. Ich denke, die Herrschaften werden uns jetzt hier wieder auf den Gängen und so begegnen. Okay. Was war hier? Okay, die Tür bleibt offen. Okay, da habe ich mich erschrocken. Aber weil es nur ein Jumpscare war. Okay, hier ist eine der Ladies. Jetzt ist eine zweite. Muss ich nach oben gehen?
glaube schon. Ich mach's einfach mal. Hatte ich das nicht an? Das Gekratze geht schon so ein bisschen auf den Sack, ne? Das hätte man auch so machen können, dass es eventuell nur kratzt, wenn ich in der Nähe dessen bin, was es auslöst. Aber vielleicht bin ich das auch. Aber ich glaube eher nicht. Okay, hier ist eine Puppe. Aber die stand ja auch schon vorher drin. Wir sind hier also gerade nicht ganz auf dem richtigen Pfad. Ein bisschen fixer laufen. Hier sollten wir also, glaube ich, nicht wirklich hingehen. Die beiden Damen stehen ja noch hier. Sollte ich eine Etage tiefer gehen? Wollten sie das von mir? Was ist hier? Ist abgeschlossen. Der Schatten. Hier ist das Esszimmer, in dem aber weiterhin wahrscheinlich nichts drin ist. Also die Taschenlampe ist auch fast nutzlos dadurch, dass ich dieses kacke Flimmer hier gerade nebenbei habe. Ich weiß aber halt auch nicht, wo ich die Puppen hinführen soll oder wo ich hingehen soll. Weiterhin alles beim Alten hier drin. Ist jetzt irgendwas mal nach draußen? Nein. Hier ist auch keine Puppe. Ich habe fast das Gefühl, dass ich falsch bin. Und dass die wollten, dass ich drüben bleibe. Ich zieh's jetzt aber trotzdem mal durch. Und vielleicht ist ja hier doch irgendwas. Und wenn nicht, können wir einfach wieder zurückgehen, ne? Hier hört's auf. Warum? Ach so, weil die Lampe aus ist. Ich habe jetzt echt gedacht, das ist ein Zeichen. Sollte ich mir diese gruseligen Kleiderpuppen vielleicht mal genauer ansehen? Sollte ich das? Hier kam ich her, ne? Ich meine, ich habe ja bis jetzt bloß zwei auf dem Gang gesehen, ne? So, wo waren die Damen denn? Waren die direkt hier? Nee, ne? Kam ich hier auch rüber oder musste ich... Was war da? Ich muss mich mal kurz ordentlich hinsetzen. Moment. Okay. Also an der Puppe ist nichts.
kann an dir auch nichts auslösen, nichts klicken, nichts machen. Wartet mal, soll ich weiter in die Richtung jetzt gehen? Oh Mann, hast du zweimal das gemacht? Ist ja noch eine Puppe. Nee. Es hat zweimal dieses Wusch gemacht, ne? Aber an der Puppe selber ist nichts. Ich kann sie auch wieder nicht klicken. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ach, hier. Okay, ihr wollt mir den Weg zeigen. Kann das sein? Ich denke, ich soll hier runter. Ich gehe mal hier lang. Okay, ich gehe dann doch hier lang. Ich höre Schritte. Ist jetzt die Tür offen? Nee. Okay. Hier liegt nichts daneben, neben der Puppe kein Schlüssel. Auch nicht dahinter. Nichts. Gut, dann denke ich, sie meinte, ich soll hier weitergehen. Okay, hier kam auch ein Wusch. Okay. Aber die hat auch nichts für mich parat. Aber ich denke, das heißt, ich soll hier weiter. Ich denke, bei der letzten kommt irgendwie ein fetter Jumpscare. Und die hat dann einen Schlüssel oder einen Zettel oder sowas für mich. Okay. Und bis jetzt haben die alle nichts. Ich kann an denen nichts machen, die kommen mir nur hinterher. Okay. Die Richtung? Nein, die fand sie nicht gut. Die hier? Ja, das war's. Ah, okay. Wir haben einen neuen Schlüssel bekommen. Dankeschön, Pippi. Wir gucken mal, ob das der Schlüssel für die Fronttür ist, wenn wir schon einmal hier sind. Nein. Gut. Dann gucken wir einfach, ob es hier unten ein anderer Schlüssel ist. Die Tür ist offen, das wissen wir. Die Tür müsste auch offen sein. Die ist aber zu. Jetzt nicht mehr. Ich reloade mal. So. Okay. Erstmal hier liegt nichts auf dem Platz mit. Ist so. Oh, kommen wir in dem Spiel vielleicht in den Keller? Ja? Verrätst du es mir? Kleiner Pstmensch. Das wäre der Oberhammer, Leute. Das habe ich euch ja erzählt im Pineview Drive, dass ich ein Interview mit den Entwicklern gesehen habe, wo sie erzählt haben, dass man in Pineview Drive einen... Ich sehe so verdächtig aus, aber ich kann nichts machen damit. Eine Tür nicht benutzen konnte und das war die zum Keller, weil sie das Spiel eigentlich größer machen wollten, als dann im Endeffekt wurde. Und das war... War das eine von denen hier? Das ist die, die rübergeht in die andere Abteilung. Das war die mit dem Einsatzzimmer. Nee, dann war das... Dann war das irgendwo anders. Ich weiß aber nicht mehr, wo das... wo die Kellertür war. Aber diese unbenutzbare Tür, die existierte tatsächlich. Und gerade Keller ist doch was, was mega creepy wirkt. Der ist neu, aber der sieht nicht so cool geshaped aus, finde ich. Oh nein, dieses Klavier gleich macht's dünn. Und dann fehlt uns die Hälfte von unserem... Oh, ich hab's für den Streich, okay.
von unserem Dingensbummens hier. Unserer Schreckleiste. Und hier kommt was uns entgegengesprungen. Kann ich hier reinklettern und einfach drin bleiben? Warum konnte ich das aufmachen? Was macht das für einen Sinn? Ist hier oben was drin? Naja. Ich lasse es offen. Okay, hier liegt bloß ein Buch, was ich nicht nehmen kann. Schatulle. Vorne war eine Figur. Kann ich das benutzen? Nein, kann ich nicht. Na gut. Dann gehen wir in die andere Räumlichkeit des Hauses. Okay. Das ist eine eigenartige Puppe. Ist das die Gruselpuppe? Ach, das ist eine echte Lampe. Ist das die Gruselpuppe von... ihr? Deren Namen ich nicht vergessen habe. Okay, hier haben wir einen Zettel. Wartet vorher mal kurz gucken, ob wir hier was einsacken können. Falls wir neu starten oder so. Aber ist eigentlich egal, ne? Weil wir starten ja nicht im... in unserem Zimmer neu, sondern wir bleiben ja hier. Okay, dann los. Einige Bewohner unseres Dorfes haben dann in den nächsten Monaten angefangen, für die Familie Harmsworth zu arbeiten. Aber niemand sprach über das, was dort passierte. Was passierte denn dort? Es ist 2 Uhr, noch 6 Stunden bis zum Tagesanbruch. Okay. 2 Uhr. Noch 6 Stunden überstehen. Das kriegen wir doch hin. Ich befürchte zwar, außer ich mache jetzt einen Aufnahmestopp, dass ich es dann nicht mehr schaffe, heute das alles zu rendern und hochzuladen. Außer ich mache jetzt einen Stopp oder sowas. Aber dann wäre die Folge auch so kurz gewesen, ne? Ist auch nicht so cool. Schrank ist auch wieder zu. Er hat also gereloadet. Ist hier irgendwann mal was im Schrank drin? Kann ich ihn deswegen öffnen? Es hört sich gerade an, als würde irgendwo eine riesengroße Statue verschoben werden. Aber ich glaube, das gehört zum Sound einfach nur dazu. Warum ist hier ein Bild vom Arbeitszimmer? Ja, das ist die Musik, der Sound. Okay, dort liegt nichts daneben. Die Tür hatten wir. Hier sind einfach nur wild Sachen umhergeschmissen. Was? Was? Was soll ich damit machen? Ich habe solche Dinger auch schon öfter im Haus gesehen, aber was macht man damit? Ich hab keine Ahnung, wo ich das jetzt hinstellen soll. Ich erkenne nicht mal, was es ist. Ich habe gedacht, es ist eine Skulptur oder sowas. Wo könnte das hinpassen? Wirklich keine Ahnung, ich versuche mich gerade dran zu erinnern, wo ich eine Stelle gesehen habe, bei der ich dachte, Mensch, so ein komisches Vasending würde genau hier hinpassen. Ich meine, er wird uns ja irgendwann einen Tipp geben auch. Hier ist auch sowas. Oh, ist das was anderes? Sieht halt aus wie ein Kopf so ein bisschen, ne? Muss ich das den Puppen aufsetzen? Nee, oder?
Sind da doch keine neuen Ressourcen an Streichhölzern und so da? Sollen wir nochmal ins Puppenzimmer gehen? Und soll ich da mal gucken, ob ich da einer Puppe sowas aufsetzen kann? Nee, oder? Das ist doch was anderes. Oder? Was mir noch eingefallen ist, im Mahlzimmer, hier ist, oh Gott, jetzt habe ich mal die Maus verrissen. Ah, hier ist eine Schlange. Im Mahlzimmer hat sie, ist das hier oder auf der oberen Etage? Weiß ich gerade gar nicht. Hat sie, nichts Neues. So ein Rand, so ein Absatzrand. Kann ich hier das machen? Nee. Auf dem Maltisch gehabt. Und muss ich da irgendwie sowas hinstellen? Nee, oder? Ich kann hier auch nichts nehmen. Ist das das Mahlzimmer? Nee, dann ist es eins höher. Wenn wir jetzt hier wirklich gar nichts mehr bekommen an Streichhölzern und so, dann komme ich ganz schön ins Straucheln, ne? Da ist Medizin zwar. Stehen aber auch gar keine Puppen mehr. Kann ich nicht aufmachen, das ganze Zeug? Schrank auch nicht. Ah, schlucke ich das? Ich nehme es mal. Also die Idee mit dem Puppen, das als Kopf aufzusetzen, scheint nicht so cool zu sein. Das führt nur wieder rüber. Auch nicht hier hinstellen oder so, ne? Nee. Ist auch sowas. Müssen uns das mal merken, hier in dem Obstzimmer und unten beim Klauen. Also bei der ursprünglichen Klauenstelle, meine ich. Wartet mal, wir gehen mal noch nicht rüber. Machen wir erstmal hier weiter. Habe ich irgendeine Stelle gesehen, wo mehrere... Da... Wartet mal. Wir haben wenig abgezogen gekriegt, aber wir haben was. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich irgendwo eine Stelle gesehen habe, wo man mehrere von solchen Dingern nebeneinander quasi stellen kann. Oder wofür man das benutzen sollte. Ich bin dann echt überfragt. Aber es ist nicht so schlecht, wenn wir uns im Haus umsehen, dann sehen wir gleichzeitig... Falls geht das eigentlich auf? Nee. Falls hier irgendwo noch so ein Ding steht. Ist halt doch blöd, dass man immer nur eins tragen kann, finde ich persönlich zumindest. Weil es macht ja jetzt nichts vom Spielspaß weg, wenn ich die alle auf einmal trage und dann wo auch immer einsetze. Genau wie bei den Puppenteilen. Also ich sehe es ja ein. Nee. Ich wollte es da oben so draufsetzen, wisst ihr? Wie so ein Kopf, aber... Ich kann ihm auch keinen Hut aufsetzen. Ich weiß nicht, sieht für mich einfach aus wie ein Kopf. Aber ich kann es nicht tun. Apropos Kopf, unten war doch diese gruselige Babypuppengestalt. Bei der könnte man auch nochmal was probieren. Aber das waren wir ja auch schon. Aber da hatte ich das noch nicht in der Hand, ne?
drüben waren wir in dem Zimmer. Gib uns einen Tipp. Achso, das Obstschalenzimmer. Ich wollte eigentlich hier lang. Hier ist das Mahlzimmer. Jetzt kann ich euch zeigen, was ich meinte. Da hat sie an der Stelle so einen Rand. Aber ich glaube, da stand einfach nur eine Flasche oder was weiß ich. Also das hat auch keinen Sinn. Und ach, das ist nur die Kerze. Ich kann das ja auch nicht reinstellen in den Schrank. Kann das nicht auf das Bild anwenden. Okay, wir haben bis jetzt auch nur drei davon gesehen. Wenn ich wenigstens erkennen würde, was es ist, könnte ich es vielleicht auch deuten, was man damit macht, aber ich bin echt komplett ahnungslos, ne? So. Da kann ich nichts machen. Der Schrank geht nicht auf. Wir können ja auch nicht raus, um es draußen irgendwo abzustellen oder so. Wann gibt er uns denn den Tipp? Hat sie erst schon nach Fliegen geklungen? Ach, das kommt wahrscheinlich aus dem Nebenzimmer, ne? Aus der Küche. Ich sollte mir die Bilder an den Wänden mal genauer ansehen. Diesen Schatten da zum Beispiel auch. Die Bilder an den Wänden. Fehlen da irgendwo diese Krüge, dass man die einsetzen muss? Bilder an den Wänden. Haben wir noch Bilder an den Wänden? Da. Oma, willst du einen Krug? Ich weiß halt gerade auch nicht wirklich, worauf ich achten soll. Aber wir gucken uns einfach die Bilder an den Wänden an. Waren hier Bilder drin? Spiegel da hinten. Aber wir sind unsichtbar. Okay. Die Bilder an den Wänden. Ich denke, wenn dort was ist, dann ist das was. Dann muss es ein neues Bild sein. Und keins von denen, die wir schon kennen, oder? Weil sonst hätten sie die alten Bilder irgendwie umfunktionieren müssen. Wir gehen gleich mal ins neue Abteil, wo wir hergekommen sind. Ich habe jetzt hier gerade irgendwie die Hoffnung, dass ich irgendwo was reinstopfen kann oder so. Wie so ein Mechanismus quasi auslösen. Sie was in der Hand? Nee. Das hier sieht so aus, als würde ich es nicht kennen. Aber irgendwie schon. Warum ist es hier auf einmal so hell geworden? Das habe ich schon angeguckt, das Bild, ne? Nein. Weggucken. Es hat halt überhaupt keinen Effekt, egal was man tut. Ne? Man wird einfach immer abgezogen. Die Statue hat sich bewegt. Ich will da jetzt nicht hingehen, weil wir dann gejumpscared werden von ihrem Schatten. Ich habe gedacht, das ist ein Hinweis auf das Bild oder so. Okay, aber wir können nichts mit der Statue machen. Auch wenn sie sich ein bisschen im Winde gewiegt hat.
Ich habe auch keine Medizin mehr, ne? Wir sind ganz schön am Arsch, wenn ich jetzt sterbe. Aber ich denke, auf der anderen Seite, das Bild fällt auf. Um das es geht, oder? Oder die Bilder? Und es mehrere, die ich ergänzen muss? Ich glaube ja eher, dass es ein Bild ist, wo ich... Ah, hier im Flur, genau, das Clownbild. Die sind alt. Kommt, wir gehen mal zurück. Ist auch nichts, ne? Ne. Wir gehen mal zurück. Zu der Stelle, wo wir jetzt frisch weitergekommen sind. Das ist ja hier hinten. Gucken hier mal die Bilderrahmen und das alles an. Ich sollte mir die Bilder an den Wänden mal genauer ansehen. Wird jemand ungeduldig? Ist aber auch selten, dass er den Tipp zweimal gibt, ne? Da muss man schon aus... Muss ich diesen Platz so herrichten, wie er hier ist? Das Bild von draußen. Da müsste ich nämlich diesen Schädel dort eventuell hinstellen. Aber die Dinger, die ich in der Hand habe, die sind doch gar nicht dort. Das ist eine Uhr einfach nur. Ist kein Bild. Kann ich mitnehmen. Ja, hier ist ein Teller. Ach so, ich verstehe. Wir gehen zurück. Warte mal, ist hier noch ein Bild? Hier ist ein Bild von... Wo ist denn der Schrank? Was Grünes, Längliches. Das hier, ne? Weil wir werden ja keine Bücher mitnehmen können. Wo ist denn der Schrank? Den habe ich auch schon gesehen, aber... So was Grünes, Längliches ist mir nicht wirklich untergekommen. Wir holen mal den Schädel. Ich passe bloß gerade nebenbei auf, ob hier dieses grüne, längliche Ding irgendwo gleichzeitig ist. So. Komm mal mit. So, Schädel, Kerze und so. Ich glaube, das Bild ist fertig dann, ne? Kann ich hier was anderes vom Tisch aufheben? Gucken wir mal schnell. Nee. Die Kerze, das Ding hier. Nee, der Rest muss so bleiben. Okay. Das Ding hier muss ich finden. Den Schrank. In der Mitte. Wo es in der Mitte runtergeht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht mehr Sachen abziehen. Den Schrank, wo es in der Mitte runtergeht, finden. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier ist, deswegen gucke ich nochmal. Ne, hier hinten ist er auch nicht, ne? Nee. Hier. Dich brauche ich. Mal mit. So, der Schrank, der in der Mitte runtergeht. Bei dem ist vermutlich auch das nächste Bild. Kann das sein? Okay, ist die erste Tür. Hier ist der Schrank, der in der Mitte runtergeht. Okay. Den Teller, den habe ich dorthin gestellt, ne?
Ach, das Ding muss dorthin. Statt dem Schädel. Ein Teller links. Okay. Das war hier, ne? Okay, genau andersrum. Komm her. Nee, mal so. Guck mal her. Ein Teller links. Oder? Oder? Ich habe schon 10 Streichhölzer. Mal Teller links. Der Kopf da. Also das Ding da. Der Kopf, das Buch und das Dingens da. Wo gehen wir nochmal hier gucken? Ach, die ist an, oh Gott. Oben ist auch nichts drin. Ich muss echt reloaden, ne? Ich sehe sonst nichts mehr. Oben ist nichts drin. Das ist wirklich nur die blaue Vase. Das ist so, wie es ist. Okay. Ich kann mit dem Baby noch nichts machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das als nächstes irgendwann mit dran kommt. Mit Dingen, die wir tun müssen. Teller links. Buch, das Ding, der Kopf und das. Und die Vase hier. Was habe ich gemacht? Ist irgendwas erschienen? Kann ich hier was aufmachen? Ich gehe nochmal rüber, ob der Teller wirklich links ist. Das Ding dort. Und der Kopf und das Buch. Also Teller. Teller, Buch, das da. Ja, das ist alles richtig. Oder ist das eine andere Statue? Ist das eine andere? Das ist so eine, die so komisch aussieht. Aber ich habe ja mehrere davon gesehen. Aber das wäre hart. Wenn es das wirklich wäre, dass man die unterscheiden müsste. Guck bloß, ob hier noch weiter irgendwie solche komischen Bilder sind. Weil ich scheine ja noch irgendwas übersehen zu haben. Es hat ja nichts zu Ende getriggert. Oder hatte ich dort einen Schlüssel liegen oder einen Zettel oder so? Nee, das hätte ich doch auch gesehen. Hier sind keine solchen Bilder. Ich probiere jetzt mal, ob ich... Nee. Den Kollegen kann ich auch nicht nehmen. Ich habe dort bestimmt was übersehen, oder? Ich möchte bloß mal gucken, ob... Ach Mann, nein. Ob hier? Nee. Nein. Sind gleich tot. Ich glaube fast nicht, dass ich oben nochmal danach gucken muss. Das ist ein normales Bild. Immer noch zu. Die hat nichts für uns. Ich kann es auch nicht mehr rausnehmen aus dem Schrank. Deshalb denke ich, dass das schon irgendwie richtig ist.
kann aber nichts von den Zetteln nehmen, die auf dem Boden liegen. Ich befürchte auch, dass es sonst nicht noch einen neuen Tipp gibt. Oder müssen wir jetzt einfach nur durch die Zimmer gehen und einen Zettel finden? Aber ich hätte eher gedacht, dass der Zettel dann hier irgendwo bei der Erledigten auf... Es hört sich so an, als hätte sich irgendwas im Arbeitszimmer geöffnet. Die Schublade hier mit dem Schlüssel. Oh. Oh, bitte, lass hier irgendwo jetzt einen Speicherpunkt kommen, damit wir nicht sterben. Okay, ich möchte bloß gucken, ob der Schlüssel für hier ist. Nein. Hier kann er ja nicht sein für irgendwas, ne? Nee. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Nee. Die habe ich getestet, die ist zu. Okay, hier geht's nicht weiter, ne? Ja. Wir testen mal die Haustür. Okay, dafür ist er nicht. Nein. Ich werde hier nicht angixt. Denn wir wollen das Ganze überleben. Okay, hier links ist alles offen. Das ist nämlich nur die Futterkammer. So, die ist noch zu. Hier ist es aber nicht. Hier ist offen. Das ist die eine Küche, ne? Ja. Ja. Hier ist offen, hier ist das eine Esszimmer. Ich weiß es nicht. Okay. Ah, das Pflanzenzimmer. Okay. Ein Zettel mit einem Speicherpunkt. Immer wieder wollen Menschen die Schreie von Kindern gehört haben. Aber es wurden nie Kinder auf dem Anwesen gefunden. Puh. 3 Uhr, noch 5 Stunden bis Tagesanbruch. Okay. Spielstand wurde gespeichert. Na Gott sei Dank. Liebe Leute, eine Dreiviertelstunde haben wir uns jetzt hier durchgekämpft. Deshalb mache ich an der Stelle wieder eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns morgen wieder mit Let's Play Pineview Drive Homeless. Bis dann. Tschüss.